Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Hohes Haus, liebe Österreicher! Freiheitsberaubungen, Rechtsstaatsverletzungen, Chaosverordnungen, eine Planlosigkeit in der gesamten Pandemiebekämpfung. Ich glaube, das beschreibt die Tätigkeit dieser schwarz-grünen Bundesregierung mit einigen wenigen Worten. Eine kaputte Wirtschaft, leere Schulen, leere Sporthallen, leere Gasthäuser, aber volle Kinderpsychiatrien. Das ist die Erfolgsbilanz dieser schwarz-grünen Bundesregierung. Das ist Ihre Erfolgsbilanz, Herr Bundesminister. Contact Tracing, Home Office, Homeschooling, Distance Learning, Hammer and Distance, Flatten the Curve, Peak, Game Changer, Social Distancing und was noch alles mehr. Ja? Ich kann diese ganzen Anglizismen dieser Bundesregierung nicht mehr hören, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin wirklich froh, dass Sie es beim grünen Pass geschafft haben, einen deutschen Namen zu finden. Aber das macht das Ganze auch nicht besser, Herr Bundesminister. Sie gaukeln den Bürgern vor, eine Freiheit zu erlangen, nämlich eine Freiheit zu erlangen, die Sie immer gehabt haben, die Sie unseren Bürgern genommen haben. Sie sperren unsere Bürger ein. Sie reden von Testen, Testen, Testen. Sie reden von Impfen, Impfen, Impfen. Aber Sie sagen nicht dazu, dass die Leute aus diesem endlosen Hamsterrad nicht mehr herauskommen. Der Getestete trägt eine Maske, der Geimpfte trägt eine Maske, der Getestete schaut, dass er zur Impfung kommt und in Wahrheit schaut er schon, dass er zum nächsten Impftermin wieder kommt. Wir befinden uns in einem endlosen Hamsterrad, Herr Bundesminister, mit Ihren völlig überzogenen Maßnahmen. Sie schädigen nicht nur die Wirtschaft, Sie schädigen unsere Familien, Sie schädigen unsere Österreicher und deswegen werden wir diese Bundesregierung heute auch mit diesem Gesetz in die Schranken weisen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Verfassungsgerichtshof hat sich schon unzählige Male in die Schranken gewiesen, aber Sie lernen ja trotzdem nichts dazu. Diese Bundesregierung ist die unfähigste Bundesregierung, die wir je erlebt haben. Für mich ist der einzige Ausweg aus dieser Krise der geschlossene Rücktritt dieser Bundesregierung, dieser unfähigsten Bundesregierung aller Zeiten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie schaffen es nicht, Ihre Kulturbereicherer, die außer Landes gebracht werden müssten, außer Landes zu bringen, weil inzwischen der Letzte weiß, dass er ohne diese Testungen nicht außer Landes gebracht werden kann. Hingegen schaffen Sie es sehr wohl, unsere Kinder dreimal in der Woche mit diesen Corona-Testungen zu drangsalieren, ja? Weil ansonsten werden sie vom Bildungssystem ausgeschlossen. Das ist es, was sie wirklich schaffen. Ja? Sie schaffen es nicht, ja? Menschen, die in diesem Land schon lange nichts mehr verloren haben, außer Landes zu bringen. Und das ist keine Frage des Könnens, das ist eine Frage des Wollens, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das nennt man, das ist ein Kollektivversagen dieser Bundesregierung. Und hier sind Sie nicht nur Mittäter, hier sind Sie Haupttäter, Herr Bundesminister. Was mich auch sehr, sehr verwundert bei diesem Tagesordnungspunkt, ich habe jetzt immer gehört, wir sind dagegen. Das würde mir jetzt wirklich freuen, wenn die SPÖ hier geschlossen dagegen wäre, ja? Aber die medialen Ankündigungen haben ja etwas anderes vorausgesagt. Und wenn ich mich zurückerinnere, Freitesten nein, Eintrittstesten ja, mit Ausnahme der SPÖ Burgenland. Ja? Die SPÖ Burgenland hat hier Vernunft bewiesen und hat gesagt, diese Eintrittstestungen, die brauchen wir nicht. Ja? Heute haben wir wieder einmal das Thema Eintrittstesten. Eintrittstesten in den Handel auf der Tagesordnung. Und jetzt hat sich plötzlich die Meinung der SPÖ Burgenland gewandt. Und ich weiß es wirklich nicht. Ja? Muss die Meinung der SPÖ Burgenland immer konträr zur Bundesparteilinie stehen? Ja? Oder hat man sie
Oder ist bei dieser Wendehals-Taktik etwas anderes dahinter? Ja? Ich weiß es nicht, das werden Sie selber wissen, aber Sie werden es auch mit Ihrem Gewissen vereinbaren müssen. Ja? Das kann nicht die Aufgabe des Volksvertreters sein, dass die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger hier mit den Füßen getreten werden und die SPÖ Burgenland das Ganze auch noch unterstützt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Flucht ist keine Lösung. Ich möchte es mit den soldatischen Worten sagen, nämlich mit dem Paragraph 4 des Militärstrafgesetzes. Der lautet: Furcht vor persönlicher Gefahr entschuldigt eine Tat nicht, wenn es die soldatische Pflicht verlangt, die Gefahr zu bestehen. Ja? Und ja, vielleicht ist es unangenehm, ja? Hier bei einer Abstimmung im Saal auch anwesend zu sein. Aber ich sage, es ist Ihre Pflicht, hier anwesend zu sein. Und deswegen, ich empfehle Ihnen, nehmen Sie Haltung an, seien Sie auf Ihrem Platz. Ja? Verlassen Sie nicht fluchtartig diesen Saal und flüchten Sie vor dieser Abstimmung. Ja? Aus meiner Sicht ist das eine Feigheit, und ich glaube, Feigheit hat hier nichts verloren, und das haben sich unsere Bürger auch wirklich nicht verdient. Herr Bundesminister, abschließend möchte ich angelehnt an Ihre Worte damit enden: Die nächsten 8 Wochen werden entscheidend sein. Die nächsten 8 Wochen werden Sie Zeit haben, über dieses Gesetz noch einmal nachzudenken. Wenn Sie wirklich darüber nachdenken, werden Sie sehen, dass der einzige Ausweg aus dieser Pandemie der geschlossene Rücktritt dieser Chaosregierung ist.